Hallo meine lieben Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Video. Es ist der 1. November und ja, der November ist mein Geburtstagsmonat und ich liebe meinen Geburtstag und feiere ihn jedes Jahr total gerne. Und deswegen dachte ich mir, ich läute meinen Geburtstagsmonat mal mit einer Special Week ein. Und zwar werde ich diese Woche jeden Tag, also 7 Tage hintereinander, ein Video für euch hochladen. Und ja, wir starten heute. Das Ganze kriegt auch ein Thema, und zwar werde ich euch meine Sammlung zeigen. Sammlung dies, Sammlung das. Genau, und wir starten heute mit meinen Gesichtsmasken. Ich glaube, es sind ein paar Fußmasken und so dabei, aber ja, mit meinen Masken starten wir heute. Und so zieht sich das die nächsten Tage durch. Dann bekommt ihr auch unter anderem meine Duschgels und Co. zu sehen oder auch meine Schminksammlung. Oder. Also bleibt schön dran, schaut ihr das Video diese Woche und über ein Däumchen und wenn ihr noch kein Abonnent seid, über ein Abo würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit meinen Masken. Ich habe im Badezimmer einen Kallax-Schrank stehen und in diesem Kallax-Schrank habe ich diese Schubladen. Die kennt, glaube ich, jeder von euch, diese IKEA-Schubladen. Und ich habe eine Schublade voll mit Maskenkram. Ja, es ist schon ein bisschen sortiert innerhalb der Schublade, aber halt ja, auch nur ein bisschen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit den Masken, die nichts mit dem Gesicht zu tun haben. Ich denke, das ist vielleicht das Einfachste. So, das wären diese hier alle. Ich habe zum einen von Balea, jetzt sind es insgesamt noch 4 Stück, die Balea Fußmaske mit Babassu und Macadamia-Nussöl, intensive Sofortpflege, und das sind halt 4 Stück. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich schon mal eine benutzt habe oder noch nicht. Ich habe vor einer Weile meine Fußmaske gemacht, aber ich weiß es nicht mehr. Genau, davon habe ich auf jeden Fall noch welche. Dann habe ich von Be Routine Elektrolyte-Fußbad, Time to Relax, Mineralpower für deine Füße. Da bin ich sehr gespannt, wie das ist. Das machst du nicht mal ganz gut, wenn man so ein Fußbad nehmen kann. Fußmasken kaufe ich mir immer, weil ich mir denke, dass es gut für meine Füße ist. Aber ich komme so selten dazu, sie zu benutzen, weil, naja, wenn ich dann gerade die Füße hochgelegt habe mit einer Maske, dann wird der Kleine irgendwie wach oder macht irgendwelchen Blödsinn und da muss man da schnell sein. Das ist also immer nicht so einfach. Dann habe ich von Yuti 2x diese iPad Masks. Das sind so, das war eine LE und das sind Eyes of Heaven. Also, ja. Ganz süß gemacht, wie so Flügel. Glitzern auch ein kleines bisschen. Dann habe ich eine Cucumber. Die kann es mal nicht aussprechen. Gurke. An der iPads. Ja, das sind so 2 Pads einfach direkt für unters Auge. Habe ich mich noch nicht rangetraut, weil ich dieser Gurkensache nicht ganz traue. Aber soll ja ganz gut sein eigentlich, deswegen, ja. Hier ist nochmal Gurke. Und zwar für die Nägel. Hatte ich mal vom Action, glaube ich. Sieht ein bisschen nach Action aus, ja. Muss ich auch unbedingt mal machen. Dann habe ich noch so ein Hydrogel an der Eye Mask. Das sind diese wunderschönen Pads, die man unter das Auge macht. Also ich finde die total schön. Man ist sehr fotogen da noch. Und ich finde die Verpackung auch richtig hübsch. Habe ich auch tatsächlich schon mal irgendwann ausprobiert. Also ich hatte, glaube ich, 2 oder 3 Packungen davon. Dann habe ich von Starskin eine Maske. Und zwar ist das eine Lippenmaske. Ja. Von sowas bin ich eigentlich nicht so ein Fan. Aber die hatte ich mal in einer Glossybox, meine ich. Und dann habe ich noch von Balea Body Patches, Brust und Dekolleté. Ja, das kann man machen. Ob einen das jetzt glücklich macht, glättet und pflegt. Oho. Ja, ich bin ja auch schon was älter, dann ist das ja in Ordnung. Für glatte Haut. Okay. Also das sind auf jeden Fall meine Masken, die nichts mit dem Gesicht, oder die keine typischen Gesichtsmasken sind. So, dann hatte ich mal, ich weiß gar nicht, ob ich das bestellt habe, ob ich es gratis bekommen habe. Ich glaube, ich habe es gratis bekommen. Eine Hydrating Glow Mask. Das ist so ein Topf hier von Detox. Und das ist hier diese, ist die Maske und ich weiß nicht, ob man das hier drin anrühren kann soll oder auch nicht. Das ist auf jeden Fall eine Gesichtsmaske für strahlende Haut.
Soforteffekt strahlend und glättend. Ja, habe ich halt in diesem Pot irgendwie drin. Ich könnte wahrscheinlich den Pot auch einfach... Ach nee, ach guck mal, hier ist eine Erklärung. Für eine Anwendung geeignet. 4 Esslöffel Wasser in den Becher füllen, anschließend den Inhalt des Sachets vollständig in den Becher geben und ca. 30 Sekunden kräftig mit Hilfe des Spachtels im Becherdeckel, wie bei Ben & Jerry's, einrühren, bis die homogene Masse entsteht, zügig und gleichmäßig aufs Gesicht. Okay. Hatte gerade überlegt kurz, ob ich den Becher wegschmeißen soll, aber den brauche ich scheinbar noch. Okay, also diesen Topf muss ich auch unbedingt mal aufbrauchen. Den habe ich jetzt schon Weihnachten vor 2 Jahren oder so. In der Weihnachtszeit vor 2 Jahren habe ich mir das gekauft. Okay. So, dann habe ich hier... Achso, ich habe ja auch noch Haarprodukte. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Soll ich euch das auch in diesem Video zeigen? Ist so ein ganzer Behälter voll. Mal gucken. Erstmal machen wir die Masken weiter. So. Ich habe von Action, also ich hatte mir ganz viele Masken vom Action gekauft, weil die meisten echt gut sind, habe ich so 2 Pakete. Einmal diese, die liebe ich ja, die sind richtig, richtig gut. Peel-Off Glitter Mask, da sind 4 Stück drin. Und die sind richtig, richtig glitzerig und richtig schön, fühlen sich gut an auf der Haut und die Haut fühlt sich danach auch gut an und für richtig günstiges Geld. Also die kaufe ich immer wieder gerne nach. Nur ich habe halt, ja... seit Ewigkeiten jetzt irgendwie nicht mehr so regelmäßig Masken gemacht. Deswegen komme ich nicht hinterher mit Aufbrauchung. Und dann habe ich noch Bubbly Face Masks. 3 Stück sind das. Ja, das ist halt auch irgendwie total niedlich gemacht, die Verpackung. Ja, die muss ich auf jeden Fall nochmal aufbrauchen. Demnächst. So. Dann machen wir mal die etwas größeren, die nicht in meinen Behälter reinpassen. Da habe ich einmal von Garnier Skin Active dieses, ja, das ist so eine Tuchmaske, Fresh Mix Vitamin C Shot, Serum mit Vitamin C. Und ja, man muss das irgendwie selber da auf diese Maske drauf machen. War mir bisher zu nervig, ich hatte bisher keine Lust, deswegen habe ich es noch nicht gemacht. Ja, ist aber bestimmt ganz interessant, denke ich. Dann habe ich hier von Balea. Einmal die LE Tuchmaske Watermelon oder Love Melon. Sie ist so schön und oh, ich glaube, die werde ich nicht aufbrauchen. Ich glaube, ich werde die einfach behalten, weil sie schön ist und eine LE war. Ja. Ich habe da auch noch eine kleine Ecke mit LEs bei meinen normalen Masken, die ich auch nicht aufbrauche, die ich einfach so habe. Ups. Dann habe ich eine Facial Sheet Mask im Pinguin Design von Action. Da gibt es ja mehrere Designs von, das ist immer ganz süß irgendwie. Kann man auch ein kleines Selfie machen, wenn man möchte. Dann habe ich die straffende Hydrogel-Gesichtsmaske mit Wassermelonextrakt und Hyaluron. Freue ich mich eigentlich schon drauf. Ist aber eigentlich was man auch im Sommer machen sollte, meiner Meinung nach. Also ich glaube, die muss ich dann bald mal machen oder halt im nächsten Jahr. Ja, ich bin nicht so ein Fan von so sommerlichen Sachen im Winter irgendwie. Im Winter brauche ich wirklich winterliche Sachen. Oder so neutrale, wie so Dove-Duschgel. Dove-Duschgel ist für mich was Winterliches irgendwie. Garnier Skin Active Hydra Bomb Tuchmaske. Gab es auch, glaube ich, mal beim Action ganz günstig. Wenn die beim Action günstig sind, dann kaufe ich mir die da mal ganz gerne. Dann von Neutrogena Hydro Boost für intensive Feuchtigkeit. Ja, Neutrogena ist super. Hydro Boost von Neutrogena ist super. Ist auch generell super und ja. Muss halt nur mal benutzt werden. Dann von Coco Star, hatte ich auch mal in der Glossy Box, Slice Mask Sheet Watermelon. Ja, ich weiß nicht so genau. Das sind so Pads, die kann man sich so aufs Gesicht kleben, so an verschiedenen Stellen. Hatte ich auch noch keine Intention, so das zu tun, aber ist bestimmt ganz nett. Dann habe ich von Dermacell, hatte ich auch irgendwo in irgendeiner Box oder so, meine ich. Totes Meer Tuchmaske mit Detox-Effekt, grüner Tee. Die ist bestimmt ganz gut. Also entweder brennt die wie Sau oder die ist ganz gut. Ich habe übrigens die schlimmsten Fingernägel überhaupt. Wow. Dann habe ich von Balea Vital Tuchmaske. Reduziert die Faltentiefe für reife Haut. Moini. Kann ich vielleicht an meinem Geburtstag morgens gebrauchen, wenn ich 31 werde. Ja, und dann habe ich hier noch 2 LEs und die ist auch wieder so wunderschön, die möchte ich gar nicht aufbrauchen, von Balea, die Tuchmaske Kaktus. Ach, die sieht so schön aus. Tut mir leid, aber ich glaube, die kann ich auch einfach nicht aufbrauchen. Und von Balea die Tuchmaske Copacabana.
Ja, ich habe ja die Creme, diese Copacabana-Creme, die finde ich leider ja ganz fürchterlich. Ich weiß nicht so genau, wenn das hier genauso riecht, bitte nicht. Aber es ist halt auch eine LE, ich könnte es halt auch einfach ja, in meine Sammlung packen. Mal schauen, das sind auf jeden Fall meine größeren Masken gewesen. So, und jetzt haben wir noch diesen kleinen, aber feinen Behälter mit meinen normalen Masken. Und da habe ich so ein bisschen eine kleine Unterteilung drin, oder es zumindest versucht. Ich habe versucht, das nach Firma zu sortieren. Mal gucken, ob es klappt. Beziehungsweise hat hier vorne auch, glaube ich, so einen Bereich. Ja. Ja, ich habe versucht, da so eine gewisse Sortierung drin zu haben. Also, erstmal ein Produkt, wo ich schon ein Sachet von aufgebraucht habe. Das hatte ich auch schon mal in meinem Aufgebraucht-Video. Weil, ja, das hatte ich öfter. Von Isana, die Peel-Off-Maske Sparkling Dream. Ich meine, beim letzten Mal habe ich das aufgebraucht und jetzt dieses Sachet hier, das ist leer wegen Mausi, weil Mausi nutzt nämlich immer die Peel-Off-Masken. Also einmal die. Und ich habe hier als nächstes auch ein paar Peel-Off-Masken, einfach weil, ja, das war da meine Sortierung. Und zwar von Schebens die Peel-Off-Maske. Reinigt Porentief, bla bla bla, Hypoallergen, so eine blaue. Und dann habe ich, ja, zweimal. Die Balea Peel-Off-Maske. Die sieht beide Male so aus. klärt das Hautbild, pflegt mit Hamamelis und Aprikosenextrakt, tiefenreinigend für Mischhaut. Habe ich, wie gesagt, zweimal. Und dann habe ich hier nochmal Sparkling Dream für Mausi. Genau. Dann kommen wir zu zwei Masken von Cadea Vera. Einmal Verwöhnmoment Cremeölmaske. Sind immer zwei Sachets, dauert immer ewig, das aufzubrauchen. Und einmal die Feuchtigkeitsmaske von Cadea Vera. Genau. Dann habe ich eine von M. Asam. Glättungsmaske. Muss ich auch mal ausprobieren. Das ist halt nur ein Sachet, deswegen ist das einfacher für mich. Dann habe ich von Garnier Skin Active die Vulkanmaske. Mit Vulkangestein und Tonerde. Das ist auch ganz interessant. Das ist aber, glaube ich, eher was, wenn die Haut ein bisschen zu leiden hat, ein bisschen mal gereinigt werden muss. Dann habe ich zwei Masken von Luvos. Genau, Luvos Naturkosmetik. Hydro-Maske einmal. Ich habe ganz viele Hydro-Masken. Einmal die. Und dann habe ich auch noch einmal die, ups, das klebt zusammen, die Reinigungsmaske. Da ist tatsächlich auch wieder nur ein Sachet. So, dann kommen wir zu Isana. Von Isana habe ich auch wieder die Hydro Booster Maske, wieder mit zwei Sachets. Und einmal, und die sieht so cool aus irgendwie, aber es ist halt mit Ananas. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das gekauft habe. Eigentlich mit Kokos und Ananas mag ich beides nicht. Vielleicht habe ich die auch geschenkt bekommen. Ich glaube, ich hätte mir die nicht selber gekauft, oder? Ist auf jeden Fall eine LE und es ist Zuckerpeeling mit Kokos, Coco Loco, Verwöhnmaske mit Ananas. Also Step 1 Peeling und Step 2 Maske. Wie gesagt, mag ich beides nicht. Ich glaube, die werde ich mal eben rausnehmen und packe die mit in meine Verlosungsboxen rein. So, und dann kommen wir zu meinen Balea-Masken. Und ich glaube, ich habe die Sortierung hier so. Ja, genau. Ich habe die so, dass ich euch erstmal die Masken zeige, die ich auch ganz normal aufbrauchen werde. Und zwar einmal von Balea die reinigende Maske in so einem Blau-Lila. Dann einmal die Milch- und Honigmaske. Die geht immer, eigentlich. Egal ob als Maske oder als Seife oder Duschgel. Milch und Honig geht immer. Dann die Todesmeer-Maske mit Sofort-Effekt. Dann haben wir noch einmal die Anti-Falken-Maske mit Sofort-Effekt. Da finde ich aber die Verpackung irgendwie total schön. So. Achso, das habe ich alles doppelt, glaube ich. Genau. Dann habe ich hier einmal die Maske Peach Eistee. Einfach weil ich Pfirsich-Eistee liebe und weil die Verpackung wunderschön ist und weil es eine LE ist. Dann habe ich auch noch einmal Sweet Melon. Das sieht auch ganz cool aus. Ist aber schon wieder alles irgendwie eher sommerlich. Was man dann eher vielleicht im Sommer aufbraucht. Und Pineapple Maracuja. Auch eine sehr coole Verpackung. Pineapple, wie gesagt, mag ich nicht so. Maracuja liebe ich. Könnte interessant sein.
So, dann habe ich hier einen kleinen Trenner drin. Und zwar sind das zwei Kapselmasken von Isana. Pflegend und reinigend. Und zwar Chiasamenextrakt und Chia Butter. Butter. Und Orangenextrakt und Tonerde. Ja, hört sich beides sehr interessant an, finde ich. So, das war der Trenner. Und zwar kommen jetzt meine paar LEs, die ich einfach nur behalten möchte. Einfach nicht benutzen werde. Und zwar ist das auch einmal der Peach Ice Tee. Klar. Es ist auch einmal. Oh. Pineapple Maracuja. Und auch Sweet Melon. Also die drei Sorten, die ich euch gerade gezeigt habe. Dann einmal die Maske Golden Milk. Einmal Hawaiian Dream. Einmal Salted Caramel. Und einmal Iced Berries. Ja, vielleicht werde ich sie irgendwann benutzen. Andere Leute sammeln ja Duschgel aus irgendwelchen LEs. Und ich bin, glaube ich, so der Maskensammler aus LEs. Naja, dann habe ich zweimal die After Sun Facial Mask von Action. Die ist sehr gut. Die ist mit Aloe Vera. Und ich habe die schon ab und zu mal benutzt, wenn ich so richtig doll in der Sonne war und das Gefühl hatte, ich habe einen Sonnenbrand oder so. Habe ich die benutzt und dann ging es meiner Haut auch echt besser. Deswegen habe ich davon immer gerne welche da. Ja, und dann habe ich noch vier Masken von Shebens. Und zwar die Aloe Vera Maske, die Antifalken Maske, eine Cleopatra Beauty Maske und die Luxus Maske. Die muss auch irgendwie immer sein. Ja, das dazu. So, das waren alle meine Masken, die ich so habe. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt doch noch mal kurz meine Haarprodukte. Wer bis hierhin zugeschaut hat, der macht gerne mal irgendeinen haarigen Smiley in die Kommentare. Mal gucken, wie viele ich bekomme. Beide von Action. Beides sind Haarmasken. Oil and Care und Moisture and Care. Und ja, das ist nicht so spannend für euch. Ich zeige euch das einmal nur ganz kurz, was ich hier so habe. Ich habe hier einmal Swiss Opal Arganöl Haarkur. Swiss Opal Kaschmir Haarkur. Von L'Oreal Elvital Color Glanz Tagescreme fürs Haar. Ich weiß nicht, ob ich die jemals benutzen werde. Balea Color Schutz 1 Minute Intensivkur. Gliss Kur Oil Repair. Oil Nutritives SOS Repair Dingsbums. Elvital Öl Magique. Isana, 1 Minute Haarkur, Arganöl und Cranberry. Balea Schönheitsgeheimnisse mit Kokoswasser. Dann habe ich hier so einen Sios Conditioner vom Haarefärben. Dann gibt es hier noch Goldwell for Man Power Gel und Shampoo und so ein Kram. Das sind einfach nur so Proben. Von Ahuhu, 2x Keratin Shampoo. Also von Dings, ne? Wieder von Sios so ein Conditioner. Dann Garnier Wahre Schätze Honiggeheimnisse. Einmal die Maske. Dann einmal 5-in-1 Nutricare BB Haarmaske. Von Alverde. Von L'Oreal Elvital Öl Magique nochmal. Dann von Garnier Nutrice einmal so ein Conditioner. Und einmal von Botanicals Koriander Stärkekur. Ja, das waren so meine Produkte zum Thema Haare, die ich irgendwie mal aufbauen muss, weil die schon super alt sind teilweise. Aber ja, ich habe schon öfter gesagt, wie es mir bei mir mit Haarkuren oder Spülung oder so aussieht. Also das ist ein bisschen ein kompliziertes Thema bei mir. Aber mal schauen, wie es mit den Masken so vorangeht in nächster Zeit. Ich habe mir vorgenommen, dass ich zumindest so alle 1-2 Wochen mindestens mal eine Maske mache. Klappt mehr schlecht als recht, aber ich habe immer noch den guten Vorsatz. So, meine Lieben, das Video ist lang genug. Ich habe euch lange genug vollgesabbelt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, würde ich mich sehr freuen. Und morgen gibt es das nächste Video für euch. Morgen werde ich euch dann etwas anderes Schönes zeigen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal und tschüss.